Stunde zum Entladen. Wir haben den Kontakt verloren, Colonel. Hat jemand vor kurzem versucht, die Luftschleuse zu... Sie ist blockiert. Schicken Sie ein paar Taucher. Ich will wissen, was da vorgeht. Zu Befehl, Colonel. Huh?
Jones, kannst du mich hören? Ich verlasse gerade den Flughafen. Carrington übernimmt hier. Er holt dich am Ausgang von Hangar 33 ab. Da oben. Du musst das Schiff mit der Ladung versenken. Viel Glück! Du solltest die Ladung an der Schraube anbringen. Hier sollte ich nicht bleiben. Ich muss umkehren. Los, los, los!
muss das Schiff mit der Ladung versenken. Viel Glück. Du solltest die Ladung an der Schraube anbringen. Hier sollte ich nicht bleiben. Ich muss umkehren. Du musst das Schiff mit der Ladung versenken. Viel Glück. Du solltest die Ladung an der Schraube anbringen. Hier sollte ich nicht bleiben. Ich muss umkehren.
keine Neuigkeiten von Colonel McCall? Negativ. Ich kann die Verbindung zum Lager nicht herstellen. Funktioniert nichts. Vielleicht gibt's dort Probleme, Captain. Wenn mich Ihre Meinung interessieren würde, hätte ich danach gefragt, Sergeant. Wegtreten. Zu Befehl, Captain.
Das wird sie beruhigen.
mit erhobenen Händen vor. General Carrington sagte, dass Sie ein Geschenk für mich haben. Gib ihm Rowlands Akte, mein Junge. Captain Steve Rowland hat seinen Tod vorgetäuscht, ganz offiziell im Einsatz gefallen. Danach konnte er einen Anschlag auf den Präsidenten ausüben, ohne verdächtigt zu werden. Aber Steve ahnte nicht, dass seine Auftraggeber ihn umbringen würden. Nachdem Mongoose ihm ein paar Kugeln verpasst hat, hat er sich zum Haus seiner Frau geschleppt und ist dort gestorben. Kim Rowland hatte die Idee mit dem Doppelgänger. Ich habe die Gesichtsoperation arrangiert, damit er aussieht wie Steve Rowland. Der Köder hat funktioniert. Die Wölfe sind aus ihrem Bau gekrochen. Colonel Amos, der Mann ist unschuldig. Wurde höchste Zeit, unsere Informationen auszutauschen. Meinen Sie nicht? Die planen einen Staatsstreich, General. Zwei von ihnen treffen sich heute Nacht. Ich kenne den Ort. Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Bist du wahnsinnig? Man wäscht Seide nicht bei 60 Grad. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Chefs waschen würde? Das ist nicht das Schlimmste, glaube mir. Benutzt du keinen Weichspüler? Bist du verrückt? Das versaut das Gewebe. Das Stärken der Krane ist die Hölle. Verstehe. Aufruf an alle Beamten. Halten Sie sich bereit. Er kommt. Hä? Er ist im Besprechungsraum. Verstanden. Gehen Sie auf 10.5. Können Sie mich auf Frequenz 1 bringen? Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. Winslow ist schon da. Versuchen Sie, ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Behalten Sie ihn im Auge.
Gut, bleiben Sie dran. Nun folgen Sie ihm. Alarm! Sie kommen. Machen Sie sich bereit. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Aufruf an alle Beamten. Halten Sie sich bereit. Er kommt. Hä? Er ist im Besprechungsraum. Verstanden. Gehen Sie auf 10.5. Können Sie mich auf Frequenz 1 bringen? Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. Winslow ist schon da. Versuchen Sie, ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Behalten Sie ihn im Auge. Gut, bleiben Sie dran. Nun folgen Sie ihm. Sie kommen, machen Sie sich bereit. Mongols, Sie sind gekommen, um mir den Tod von Nummer 13 zu bestätigen, nicht wahr? Ich bin hier, um für Ihre Sicherheit zu sorgen, Mr. Winslow. Das beruhigt mich ungemein. Wir liegen hinter dem Zeitplan. Wie lauten die letzten Nachrichten, Nummer 9?
Ich habe sie alle überzeugt. Industrielle, Bankiers, selbst die Medien. Die einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Landes sind bereit, die zukünftige Regierung zu unterstützen. Ich habe hier eine Liste der Geldgeber. Nummer 3 überreichen, während wir im Kloster auf den Waffengang warten. Was sagen Sie dazu, Nummer 5? Ausgezeichnet. Aus meiner Sicht sind die Neuigkeiten ermutigend. Trotz eines kleinen Rückschlags kontrollieren wir morgen Abend alle strategischen Punkte des Landes. Dank der Operation Total Red werden wir alle Fäden der Macht in den Händen halten. Und wie geplant, hat Präsident Galbraith nicht die leiseste Ahnung. Was zum... Sie haben uns entdeckt. Winnert und Winslow und zu den Aufzügen. Schalten Sie den Strom ab. Mein Team ist bereit zum Eingreifen.